Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer allerersten Folge Beer Factory. Wir schauen uns ab heute mal dieses Aufbauspiel an. Ja, es geht in diesem Spiel darum, dass wir unsere eigene Bierbrauerei aufbauen. Das heißt, wir müssen hier unser Firmengelände wieder von null hochwirtschaften. Wir starten wieder in einer richtig runtergekommenen Halle. Alles schmutzig, alles dreckig, alles versifft. Leere Halle, keine Maschinen da und so weiter. Nur Müll und Dreck und... Ja, wir sollen eine Maschine hinstellen, Förderbänder, Mitarbeiter einstellen, die uns bei dem Brauprozess helfen. Wir können auch mit dem Gabelstapler anscheinend Frachten transportieren. Und ja, das ist aber noch nicht alles. Die Entwickler haben noch sehr viel mehr geplant. Ich weiß auch nicht, was jetzt schon alles hier an Inhalt drin ist. Auf jeden Fall ist noch einiges geplant. Und zwar, wenn man hier in dem Menü auf Fahrplan klickt, kriegt man noch einiges angezeigt. Die KI soll noch verbessert werden. Es sollen noch Kameras hinzukommen. Also die Sicherheit soll man noch auf dem Grundstück erhöhen können, weil es gibt natürlich auch wieder Störenfriede. Kennt man bei so Aufbauspielen. Ja, irgendwann können wir auch Bierdosen recyceln und wiederverarbeiten oder auch selber herstellen. Ein Bierfass soll noch, ja, beziehungsweise leere Bierfässer sollen wir auch irgendwann auch noch verarbeiten können und wieder füllen können und was weiß ich. Controller-Kompatibilität soll hinzukommen und noch weitere Inhalte und ganz wichtiger Satz, alles was unten aufgeführt ist, wird kostenloser Inhalt sein. Also ist es noch einiges geplant für dieses Spiel. Was halt jetzt schon alles im Spiel drin ist, werden wir erst feststellen. Ich habe mich jetzt nicht spoilern lassen quasi. Wir starten hier wieder ziemlich blind rein. Ich habe nur die ersten 2 Minuten mal reingespielt, um zu sehen, ob das alles funktioniert und passt. Und ich würde sagen, das passt alles und deswegen legen wir einfach los. Wir klicken auf ein neues Spiel und wählen den Schwierigkeitsgrad einfach normal und dann sind wir, denke ich mal, startklar. Wir können ja gerade mal halt nochmal durchlesen, was die Schwierigkeitsmodis bedeuten. Im normalen Modus kannst du das Spielerlebnis so spielen, wie es konzipiert wurde und Francis ist dabei. Francis ist übrigens der Störenfried. Genau. Im Friedensmodus wirst du nur einmal auf Francis treffen, der einen Gabelstapler-Upgrade-Teil zurücklässt, das den Turbo freischaltet. Das ist allerdings dein letztes Treffen und du bekommst nicht die zufälligen Boni, die er hinterlässt, wie zum Beispiel Geld oder und andere Gabelstapler-Upgrade-Teile. Genau, die Schwierigkeit verändert die Wirtschaft des Spiels in keiner Weise. Sie können während des Spiels ändern. Alles klar. Okay, wenn das so dasteht, lese ich das einfach mal so vor. Gut, ich würde sagen, wir wählen den Schwierigkeitsgrad normal und los geht's. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja gerade erst jetzt das Let's Play vom Pumping Simulator beenden. Jetzt haben wir schon in den letzten Tagen und Wochen einen Parkplatz aufgebaut. Wir haben eine Tankstelle aufgebaut. Jetzt bauen wir unsere eigene Bierbrauerei auf. Und ich freue mich einfach mega drauf auf dieses Spiel. Ich mag so Spiele einfach sowieso komplett. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach klasse, wenn man irgendwie komplett vertreckt irgendwo anfängt und am Ende hast du was richtig Schönes aufgebaut. Das ist so ein befriedigendes, schönes Gefühl und mal gucken, ob das in diesem Spiel auch erreicht wird. Übrigens, ich glaube, ich habe den Preis von dem Spiel noch nicht genannt. Dieses Spiel soll, oder das, dieses Spiel kostet um die 18 Euro. And do some renovations. The previous owner left a machine in the condemned part of the factory. Maybe we could restore it. While waiting for you to clean up the factory, I'm going to look for some subsidies. Ah, before I leave you, I heard that the factory was squatted, but it may be just a rumor. Okay, unser Budget ermöglichte uns, diese alte Fabrik zu kaufen. Bevor wir sie endgültig in Betrieb nehmen, müssen wir den Strom wieder einschalten, die Fabrik reinigen und einige Renovierungsarbeiten durchführen. Der Vorbesitzer hat eine Maschine in dem abgerissenen Teil der Fabrik zurückgelassen. Vielleicht können wir sie wieder herstellen. Ich schaue nach ein paar Subventionen, während ich darauf warte, dass du die Fabrik aufräumst. Ah, bevor ich dich verlasse, ich habe gehört, dass die Fabrik besetzt worden ist, aber vielleicht ist es nur ein Gerücht. Überspringen, alles klar, schließen. Da sind wir also. Das wird unser neues Projekt. Daraus werden wir was richtig Schönes, Cooles, Großes bauen. Ich freue mich sehr drauf. Wir öffnen als allerersten Schritt erstmal die Schranke von unserer Fabrik. Und somit der erste große Schritt ist getan. Wir sind schon mal auf dem Grundstück drauf. Ich freue mich sehr. Und ich sehe schon ganz viel, was wir aufräumen können. Hier liegt noch ganz, ganz, ganz viel Müll rum. Wir gehen aber jetzt erstmal in das Gebäude rein. Alles schön aufschließen mit den Schlüsseln, damit alles hier einigermaßen safe ist. Ist alles abgeschlossen. Natürlich haben wir da auch schon Snackautomaten stehen. Das ist ja schon mal sehr cool. Da sind wir ja schon mal hundertprozentig versorgt. Hoffen nur, das Zeug ist noch gut. Hier haben wir ein schönes Autobildchen, einen schönen Kalender. Schon
alles angekreuzt und eingekringelt. Wir haben einen Computer, einen Drucker und so weiter, eine Uhr da oben hängen. Und ganz wichtig, als Ziel oben rechts, mach dir einen Kaffee. So kannst du sprinten. Ja, wir können nämlich ohne Kaffee nicht sprinten. Das ist die maximale Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt natürlich uns hier Koffein reinhauen, dann haben wir einen richtigen Turbo drauf. Deswegen kochen wir uns hier erstmal einen Kaffee, lassen wir die Blöcke gerade mal in den Becher laufen. Und dann sind wir auch schon fast startklar. Ich würde jetzt hier gerade noch ganz kurz warten, bis der Becher gefüllt ist. So, Kaffee trinken. Jawohl, immer schön schlürfen beim Kaffee trinken. Und dann können wir mal den Sicherungskasten suchen. Den sollen wir nämlich gerade ausfindig machen. Wird als Ziel oben rechts angezeigt. Ja, oben links haben wir übrigens unser Geld, unseren Ruf sehen wir da. Wir sind jetzt gerade Stufe 1. Wir sehen oben links auch, dass die Kaffeetasse, das Wort habe ich gesucht, die Kaffeetasse, dass die oben links gerade weiß hinterlegt ist. Somit haben wir gerade Sprintenergie. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen schneller laufen. Das ist doch schon mal schön. Und hier haben wir den Sicherungskasten. Dann gehen wir doch da gerade mal dran. Und da sehen wir, oh, da hängt ein Kabel. Da fehlt aber die Sicherung. Dann gehen wir die doch gerade mal suchen. Wobei die Suche hier eigentlich recht einfach ist zu beginnen, weil es ist markiert. Schön, da haben wir die Sicherung. Warum auch immer die hier einfach so rumfliegt. Aber egal. So, ist somit eingesetzt. Sicherung an. Es erinnert so ein bisschen an den BAM Simulator. Da ist Francis. Und ich habe gerade keinen Müll für Francis. Ich brauch Müll für Francis. Ich muss Francis mit Müll bewerfen. Es ist einfach gang und gäbe, dass ich Francis mit Müll bewerfen muss. So, funktioniert auch wie in jedem. Oh, Francis ist aber sportlich. Francis ist sportlich, der weicht aus. Halleluja. Was hat er denn jetzt gemacht? Hat er da irgendwie... Das ist super, Francis. Ist er jetzt in meiner Halle da drinne? Ich hab den nicht getroffen mit dem Müllsack. Der ist jedes Mal ausgewichen. Machst du dich jetzt mal vom Acker hier? Jawohl, voll erwischt. Voll erwischt, voll auf die 12. Alter, der ist aber... Also rein aus Respekt müsste ich ihm eigentlich die Firma überlassen, oder? Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein neues Tuningteil erhalten. Propan. Sammeln. Francis hat also was verloren. Aber Respekt, Francis. Also eigentlich so von deiner Sportlichkeit, du hättest die Halle verdient. Du hättest die Halle verdient. Halleluja. Ich glaube, Francis wird ein richtig harter Gegner, oder? Wenn der hier für Stress sucht. Oder für Stress sorgt. Ja, ich begleite dich lieber mal. Oh, Fahrzeug fahren. Uiuiui. Da humpelt er davon, der Gute. Ich glaube, den haben wir jetzt nicht zum letzten Mal gesehen. Ich glaube, der wird noch öfters auftauchen. So, dann öffnen wir hier das Tor doch gerade mal. Und da sehen wir schon, nimm den Müll und wirf ihn in den Container. Jawohl. Kann ich das? Okay, ich bin nicht der beste Werfer. Nur so nebenbei schon mal angedeutet. Haben wir ja gerade bei Francis schon gesehen. Aber der hat mich gerade echt überrascht. Der hat eine extrem sportliche Art. Oh, schöner Wurf auf 1,2 Meter. Also können wir ja auch wieder neue Rekorde aufstellen. 11,24 Meter. Schöner Wurf. Kaufe deinen Wischer im Werkzeugladen. Okay, dafür gehen wir gerade mal wieder so Richtung Computer hier, Richtung Büro. Das auch übrigens noch aussieht wie Sau. Aber da haben wir schön was zu tun in den nächsten Folgen. Gut, gehen wir gerade an den Computer. Also Werkzeugladen. Wir sollen... Okay, Wischer wird in der Aufgabe angegeben. Hier haben wir aber den Besen. Es ist aber eigentlich ein Wischer. Kaufen wir einfach mal. Besen freigeschaltet. Ganz krasse Sequenz. Wir haben einen Wischer freigeschaltet namens Besen. Und mit dem können wir hier jetzt auch ein bisschen Putzi-Putzi machen. Ja, können wir ein bisschen wischen. Jawohl. Reinige den Fabrikboden mit deinem Besen. Ja, wischen wir hier einfach mal so ein bisschen auf. Und ich finde eigentlich den Effekt beim Wischen, der sieht schon richtig gut aus. Der sieht schon richtig gut aus. Prägt euch ein, wie die Fabrik hier in den ersten Folgen aussah und dann, wie es am Ende von dem Projekt aussehen wird. Ich hoffe ja, dass das Projekt wunderbar ankommt, wie die anderen Projekte. Es wäre ganz schön, weil dann habe ich natürlich die Motivation und Freude dran, das Spiel durchzuspielen. Genau, so. Genau, dann können wir den Wischer gerade mal wegpacken.
Also ich würde mich unglaublich über ein Like freuen. Ja, dann weiß ich Bescheid, ihr wollt alle dieses Projekt sehen. Gut, Werkzeugtisch. Das perfekte Set für einen Heimwerker. Kostet 75, wir haben noch ein bisschen Geld zur Verfügung. Somit kaufen wir den. Und dann haben wir eine Werkbank. Ja, die zwar, auch wenn sie neu ist gerade oder wahrscheinlich neu ist, sieht schon wieder aus wie Sau, wie es in vielen Spielen ist. Das verstehe ich manchmal nicht ganz. Man kauft sich Sachen neu am Computer und die sehen schon aus, als hätten die schon 50 Jahre Leben hinter sich. Aber vielleicht sind es ja auch irgendwelche gebrauchten Waren, oder? Man weiß ja nicht so genau. Gut, dann würde ich sagen, rüsten wir den Werkzeugkasten aus. Dann sehen wir unten auf der Taste 2 mal jetzt den Werkzeugkasten, auf der Taste 1 unseren Wischer. Wir sollen jetzt das Baumenü öffnen. Können wir öffnen, wenn wir den Werkzeugkasten ausrüsten und dann Tab drücken. Okay, wir sollen ein Lager bauen, wenn ich richtig gelesen habe. Deswegen kaufen wir das gerade mal. Und da haben wir das schon. Sehr schön, wo setzen wir das denn hin? Möglichst praktisch. Hier vorne wäre vielleicht nicht verkehrt. Da können wir aber gerade nichts hinsetzen, weil da ist Müll. So mitten rein in die Halle würde ich irgendwie auch doof finden. Vielleicht hier neben die Werkbank. Oder wie wäre es denn damit? Weiter will das Spiel gerade nicht so ganz. Oder? Ah, doch. Würde funktionieren. Dann setzen wir das doch einfach hier direkt neben die Werkbank, oder? Mit F bestätigen. Ja, dann kommt man hier rein, hat direkt die Werkbank und dann das erste Regal. Das ist doch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Genau. So, aber jetzt müssen wir das Ding erstmal aufbauen. Benutze deinen Werkzeugkasten und schraube alle Schrauben fest. Machen wir doch. Ups, falsche Taste. Anschrauben. Beziehungsweise Taste war richtig, aber falsch drauf gezielt. So, jetzt müssen wir jede Schraube hier einzeln in den Boden reinschrauben. Finde ich eigentlich auch voll cool, dass man hier so Details reingebaut hat. Erinnert so ein bisschen an den Car Mechanic Simulator. Schrauben reinschrauben. Ups, ja, man hat hier immer nur so einen kleinen Spot, wo angezeigt wird, anschrauben. Da wird jetzt Anschrauben angezeigt. Kann ich draufklicken. Und da muss man so mittig auf die Schrauben ungefähr drauf zielen mit der Maus, habe ich festgestellt. Wenn man hier oben ansetzt, dann musst du jedes Mal wieder neu ansetzen. Und aber so mittig ungefähr zielst, dann geht es ein bisschen einfacher. Genau. So, hier anschrauben. Ja, bis wir alle Füßchen festgeschraubt haben, damit ja nichts mehr passieren kann mit dem Regal, dass es nicht mehr umkippen kann. Außer irgendjemand fährt mit einem Gabelstapler voll dagegen, dass dann irgendwie die Beinchen wegknicken oder so, dann hast du natürlich ein Problem. Das ist dann ein anderes Thema. Da kannst du noch so viele Schrauben hier reinjagen. Das ändert dann nichts mehr an der Situation. So. Müsste die letzte Schraube gewesen sein. Und jetzt sollen wir, finde die erste Stütze für dein Lager, erledigen. Gut, ich würde fast sagen, dass das die erste Seite ist von dem Regal. Genau, dann haben wir hier noch ein paar Teile rumfliegen. Platzieren wir doch gerade auch mal. So, da haben wir das. Und wir greifen mal das eine Fach hier. Dann kann das schon mal hin. Dann kommt oben noch mal eins hin. Wir haben ja noch hier eins an der Wand stehen. Nehmen wir das gerade einfach mal auf. Und das kommt dann da oben irgendwie hin. So, kann man einfach dran werfen und gut ist. So, neue Rubrik im Hilfemenü verfügbar. Okay. Erhöhe den Ruf der Fabrik auf Level 2. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das heißt, wir sollen jetzt einfach mal aufräumen. Ich würde jetzt auch recht wichtig finden, dass wir hier mal den Bereich so ein bisschen in Ordnung schaffen. Wir haben ja schon das halbe Level voll, also wir sind fast bei Stufe 2. Und ich mache mal einen Weitwurf. Oh, und das war nix. Okay, aber ich finde auch der Müll hier bei dem Container, den könnten wir außenrum mal so ein bisschen wegräumen. Reinigen. Genau, dann wird das in den Müllsack gepackt. Können wir dann einfach da reinschmeißen. Kann ich auch hier so ein bisschen das Zeug wegräumen. Aber wahrscheinlich werden wir das noch brauchen, früher oder später. Hier, das reinigen wir auch gerade mal. Packen wir in den Müllsack, schmeißen wir da rein. Gut ist. So, ich wollte gerade mal gucken, kann ich auch hier die Toren zumachen? Nee, ich kann also nur da vorne die Toren zumachen, wenn ich den Schlüssel rumdrehe. Aber wahrscheinlich, dann komme ich nicht mehr raus, oder? Weil ich habe nur den Schlüssel auf der einen Seite. Gut, aber wir sehen es, oben links füllt sich der Kreis mit unserer Stufe. Ah, ich hab's nicht so mit dem Werfen. Habe ich nicht da gerade eigentlich den Müll weggeräumt oder ist da jetzt einfach wieder neu entstanden oder war das einfach nur ein Teil, was ich weggeräumt hatte? So, also hier sieht es jetzt einigermaßen clean aus. Da drüben auch schon mal. Dann gehen wir doch gerade nochmal hier gucken im Büro. Da liegt nämlich auch noch ganz, ganz, ganz viel Müll rum. Jawohl. Es wird. Ey, ich krieg das nicht hin. Ich will einen neuen Rekord aufstellen. Aber gut, wir werden noch genügend Müll zusammenbekommen. Ganz sicher. So, wir brauchen noch 2 Punkte, glaube ich, bis wir dann das nächste Level erreichen.
So, jetzt der Wurf wird's. Ich weiß es jetzt schon, der Wurf wird es. Habe ich ja gesagt, 23,89 Meter. Okay, ein Punkt fehlt noch. Das waren jetzt nicht ganz so viele Punkte. Hier hätten wir auch noch Müll rumfliegen. Weg damit. Jawohl. Da werden wir wieder angerufen. Good news. I found some subsidies for your factory. You will receive a transfer. With this amount, you should be able to destroy the separation of the factory and renovate the machine in the back of the factory. If you need more money, there are some investors interested. You can go to the computer to see about it and also see the conditions. Okay, gute Nachrichten. Ich habe einige Subventionen für deine Fabrik gefunden. Du wirst eine Überweisung erhalten. Mit dieser Menge solltest du in der Lage sein, die Trennwand in der Fabrik abzureißen und die Maschine im hinteren Teil zu renovieren. Wenn du mehr Geld brauchst, gibt es einige Investoren, die interessiert sind. Geh zum Computer, um mehr zu erfahren und sieh dir die Investitionsbedingungen an. Alles klar. Schließen wir. Wir haben das nächste Level erreicht. Wir sollen eine neue Erweiterung kaufen für die Fabrik. Ich mache aber, bevor wir das machen, ich muss erstmal diesen Kotzfleck hier entfernen. Nee, was auch immer das ist. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Der muss weg. So. Da sieht es doch hier schon mal viel sauberer aus. Viel einladender, oder? Gut. Haben wir wieder was Schönes erreicht. Gehen wir doch gerade mal an den Computer. Wir sollen jetzt wahrscheinlich das hier kaufen. Maschinenraum 1. Ermöglicht den Zugang zur ersten Erweiterung. Kaufen wir mal. Getreideschrotmühle vorhanden. Gehen wir doch gerade mal gucken. Schaltet die Getreidemühle frei. Die ist wahrscheinlich dahinter. Die ist wahrscheinlich hinter dieser Holzwand. Gut, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine größere Halle. Ist ja schon mal positiv. Ja, haben wir auch noch einen Müllsack rumfliegen. Ja, ich muss hier einfach aufräumen. Ich krieg da Krämpfe, wenn da so viel Müll rumfliegt. Ich mag das nicht. Und es sieht doch einfach viel ordentlicher aus, wenn man in so eine Brauerei reinkommt und dann siehst du da als Kunde, yo, das ist mal ein gepflegter Betrieb, wa? Irgendwie haben wir aber gerade so ein bisschen einen Bug, dass das Wurfding angezeigt wird jetzt nicht mehr. Okay, das ist also auch noch Müll, das können wir auch noch wegpacken. Das wird wahrscheinlich unser Schlafplatz. Gut. Schalte die Getreidemühle frei. Da haben wir sie. Auf industrielle Maschinen klicken, dann haben wir hier die Getreidemühle. Veredelt alle Arten von Getreide. Maschinenpreis 7500. Kaufen wir einfach mal. Jo, Getreidemühle freigeschaltet. Da haben wir auch schon die ersten Förderbänder. Okay. So, Vertrag über den Computer annehmen. Was haben wir denn hier? Vertrag. Beer Distributor LLC. Okay. Veredel 26 Säcke mit rohem Malzkorn ist unsere Aufgabe. Wir würden 698 Geld kriegen, Belohnung in Form von Ruf 28 Punkte. Gut, dann nehmen wir das einfach mal an und dann mal schauen, was hier Sache ist. Wahrscheinlich werden wir hier dann Sachen bestellen müssen, oder? Bestelle eine Palette mit Rohmalzsäcken. Okay, bestelle eine Palette mit Rohmalzsäcken. Achte darauf, dass du die Menge bestellst, die du brauchst, um den Vertrag zu erfüllen. Vertrags-ID 001, gepresstes Malz exportieren. Das wird ja wahrscheinlich hier das Rohmalz sein. Brauchen wir jetzt 26 Säcke oder 26 Kilogramm? Weil hier haben wir 24 Kilogramm. Wahrscheinlich brauchen wir 26 Säcke, oder? So. Was anderes können wir ja eh noch nicht bestellen. Also es kann nur das sein. Nehmen wir 26 Stück. Sind wir bei 260 Geld. Plus Steuern kommen noch drauf. Sind 270. Bestellen wir. Machen wir einfach mal. Hauen wir mal Geld raus. Ob es jetzt richtig war oder nicht, werden wir dann merken. Fahre den Palettenheber. Gut. Haben wir da. Ah, ist das hier ist wahrscheinlich das Kundenauto. Da müssen wir dann wahrscheinlich das Zeug reinladen. Da kommt jetzt der LKW angefahren, der uns beliefert. Schön. Schön, dann lass mal ein Foto machen. Sieht aus, als würden wir da gerade erst einziehen. Au.
Okay, da muss ich jetzt bestimmt mit meinem... Ach, krass. Ich darf selber die Türen öffnen. Cool, da müssen wir jetzt bestimmt auf die Hebebühne drauf fahren und dann hochfahren und okay, okay, okay. Mäp, mäp. Gabel nach oben bewegen, Gabel nach unten bewegen. Gut. Fahren wir doch gerade erstmal da drauf. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir auch dieses Gerät hier eigentlich dann wirklich einsetzen müssen. Also vor Beginn des Spiels habe ich nicht damit gerechnet. So, dann stellen wir uns hier mal drauf. Und wir können jetzt hier anheben. Aber wie nice. So, Gabel nach oben bewegen ist die Taste E. Dann pumpen wir mal nach oben. Ich habe Angst, dass wir hier irgendwie runterfliegen mit dem Ding. Mit dem Hubwagen. Oh Gott. Ich habe Angst. Ah, Palette auf der Gabel verriegeln. Haben wir gerade gemacht. Heißt, die kann jetzt nicht mehr runterfallen. Ich muss doch immer noch ein Stück nach hinten, oder? Ich habe nur Angst, dass das Ding losschießt. Weil ich kann gar nicht weiter nach hinten. Ja, super. Dann ist gut. Dann können wir hier runter bewegen. Ja, wie nice eigentlich. So, dann fahren wir die Portion gerade mal in die Halle rein, würde ich sagen. Wobei, können wir eigentlich gleich da hinten hinstellen, oder? Wir brauchen es ja dann eh bei der Mühle. Ist nur die Frage, wo müssen wir einfüllen? Hier müssen wir einfüllen. Da fährt das Zeug hoch, wird da oben reingeschmissen wahrscheinlich, wird dann da klein gemahlen und kommt dann da unten wieder raus. Und da müssen wir es wahrscheinlich entgegennehmen, wo die Müllsäcke noch stehen. Ja, die müssen wir unbedingt noch wegräumen. Stellen wir doch die erste Palette einfach mal hier hin. So. Gerade mal wieder losgelassen. Und dann fahren wir jetzt wieder raus zum LKW. Kann man das Ding auch ein bisschen tunen? Ja, es gibt ja später die Möglichkeit, soweit ich weiß, hier mit dem Stapler durch die Gegend zu fahren. Mit dem Stapler kannst du natürlich ein bisschen schneller arbeiten. Ich denke mal, dass die Mitarbeiter früher oder später das Fahrzeug selber entladen können und so weiter. Dann sind wir da, glaube ich, so auf einem guten Weg. Dann haben wir diese Arbeit wahrscheinlich nicht mehr. So, dann gehen wir gerade nochmal drauf hier mit dem Hubwagen. Aber finde ich nice, dass man das selber so entladen muss. So. Ups, das habe ich schon mal angehoben. Ich wollte eigentlich erstmal loslassen, dann anheben. Dass wir schön hochfahren. Zack, sind wir oben. Und hängen wir uns gerade mal wieder an den Hubwagen dran. So, einmal drunter fahren. Hochpumpen. So, gerade wieder angesnappt. Ich finde es aber gut, dass man nicht runterfallen kann. Ja, man hat hier hinten eine unsichtbare Wand. Das finde ich aber eigentlich angebracht. Ja, klar, man kann sich vielleicht drüber aufregen, kann sagen, ist doch blöd, wenn man nicht runterfallen kann. Aber ich finde es eigentlich ganz praktisch, weil es wäre ärgerlich, wenn man da runterfliegt. Wenn man mal ehrlich ist. Und du dann vielleicht die Säcke einzeln durch die Gegend transportieren musst. Und das ist halt schon knapp mit dieser Bühne da hinten, mit der Palette da drauf. Ein bisschen schwer zu steuern mit Tastatur, dass man da gefühlvoll an den Rand dran fährt. So, ich würde die Palette jetzt auch da einfach mal so hinstellen, dahinter. Und dann schalten wir die Getreidemühle ein. Beziehungsweise, bevor wir das machen, ich würde hier erstmal aufräumen. Ich habe so einen Sauberkeitstick. das heißt Sauberkeitstick. Aber ich will hier schon irgendwie hygienisch arbeiten. Gerade wenn es hier um Lebensmittel geht oder halt auch hier um Getränke erstellen, beziehungsweise jetzt Malz und so weiter klein machen, da ist es schon, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier ordentlich arbeiten. Kann ich hier eigentlich die Tür aufmachen? Ich glaube nicht. Schade. So, wir tun auf jeden Fall erstmal den Müll weg. Bevor noch die Gesundheitsbehörde hier kommt. Wir haben keinen Kaffee mehr, Intus, sehe ich gerade. Wir werden wahrscheinlich einen enorm hohen Kaffeeverbrauch haben. Jo, nice. War aber kein neuer Rekord. Wir werden wahrscheinlich einen enorm hohen Kaffeeverbrauch hier aufweisen. Wenn wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Ja, kostet halt jedes Mal auch Geld. Das heißt, wir können auch 783 Kaffee machen. Dann ist Feierabend. Was haben wir denn noch Schönes? Ich hätte gern einfach nur eine heiße Schokolade. Kann ich das auch kriegen, bitte? Aber das ist halt ohne Koffein. So, Kaffee geschlürft. Irgendwie diese Förderbänder erinnern mich so ein bisschen an Factorio. Weiß nicht, da arbeitet man ja auch sehr viel mit Förderbändern.
Und ich glaube, hier im Spiel kannst du dir auch so richtige Förderband-Sachen aufbauen. Factorio wäre ja eigentlich auch mal ein cooles Spiel. Habe ich zwar noch nie gespielt, aber ich habe mal Videos zugesehen und ein Kumpel von mir spielt und hat gesagt, ja, geiles Spiel. Geiles Spiel. Müssten wir uns vielleicht auch mal anschauen. So, der Wurf war nix, war aber knapp. So. Der Kunde wartet schon. Ich glaube, wir haben aber keinen Zeitstress, oder? In dem Sinne. Ich hoffe nicht. Schmeißen wir die Sache mal an. Da hinten haben wir noch einen Treckfleck, aber der ist weit weg von der Maschine hier. Das sieht ja auch nicht so ganz gut aus. Wir reinigen gerade mal. Ach du Scheiße. Kann ich durchs Fenster durchschmeißen? Schade. Ach du Kacke, was haben wir hier vieles an Müll rumfliegen? Ja, gut, wir müssen natürlich die Maschine, bevor wir sie benutzen, erstmal sauber machen. Ganz logisch. Und hier haben wir sogar noch einen Sack Malz gefunden. Nice, und wir können es hier auch auf die Palette drauflegen. Einfach hinschmeißen, in den Bereich rein, dann ist gut. So, schaltet die Getreidemühle ein, dann machen wir das doch gerade mal. Läuft. Somit müssten auch, genau, die Förderbänder laufen. Kann ich die auch einzeln steuern? Kann ich sogar Motor umkehren? Geschwindigkeit erhöhen? Dann müssen die Förderbänder andersrum laufen. Okay, krass. Was man hier alles einstellen kann. Okay, man kann kurze Zeit auch die Geschwindigkeit erhöhen von dem Förderband. Alles klar. Förderband S, neuer baubarer Gegenstand. Alles klar. Schmeißen wir einfach mal hier ein paar Säcke drauf, oder? Ja, das kann früher oder später dann auch ein Mitarbeiter übernehmen. Soweit ich da informiert bin. Ob das so gut ist, die mit Säcke da eigentlich drauf zu schmeißen? Ich weiß ja nicht. Male einen Sack Malz. Wollen wir erstmal das durchlaufen lassen? Mal gucken, was passiert. Gucken, was am Ende rauskommt. Ob ich das richtig mache und wie viel halt pro Sack wirklich rauskommt am Ende. So, der erste ist, glaube ich, reingefallen. Muss ich hier noch irgendwas drücken? Ah, kann sein, dass ich hier vielleicht Korn verfeinern. Ja. Was haben wir jetzt hier? Crushed Malt. Okay. Auch 24 Kilo. Das heißt, ich muss hier von Hand Gas geben. Bei der Maschine jetzt noch. Alles klar, also die Säcke werden da oben rein befördert. Ich muss hier dann Gas geben, da oben hängt schon ein Sack. Und dann kommt hier unten das verfeinerte Zeug raus. Gut, wir sollen einen Gabelstapler kaufen. Lieben gerne. Ich muss hier, wir bräuchten irgendwie so einen Wagen, wo wir die Müllsäcke sammeln könnten, damit ich die rausbringen kann. Gut, wir gucken jetzt erstmal, wie viel so ein Gabelstapler kosten würde. So, wo haben wir es denn? Gabelstapler? Kann ich nicht machen. Ich darf da nicht drauf. Kaufe einen Gabelstapler. Es ist aber noch gesperrt. Ich weiß es nicht. Soll ich erstmal die... Ich würde jetzt erstmal die Säcke, glaube ich, klein machen. Und ich denke mal, wenn ich den Sack jetzt hinten auf das Auto einfach draufschmeiße, wird es wahrscheinlich zählen, oder? Nö. Okay, dann zählt es eben nicht. Ja, das ist natürlich schwierig. Dann werden wir gleich erstmal weiterarbeiten, solange der Gabelstapler da noch gesperrt ist. Warum auch immer. Aber wir können in der Zeit halt schon mal das weitere Zeug klein machen. Ich will es hier nur gleich auf die Palette drauflegen. Oh nein, die ist jetzt verschwunden. Warum ist die verschwunden? Warum ist die Palette da hinten? Och nö, was ist denn da los? Greifen. Dann, okay, wenn die leer ist, kann ich die auch einfach so durch die Gegend schleppen. Ja, das ist natürlich dann einfacher. Hab schon gedacht, die wäre jetzt weg. Ich wollte da die Säcke draufschmeißen. So. Sie können vorne ruhig ganz, ganz, ganz viel draufschmeißen. Da müssen wir wahrscheinlich selber mitzählen, wie viel Material wir da auf die Palette geschmissen haben. Alles klar.
4, 5, 6, 7, 8. Oh. Ja, so ist gut. Aber wir haben ja sowieso die passende Menge bestellt, also brauchen wir nicht mitzählen eigentlich. Weil pro Sack, glaube ich, den wir da reinschmeißen, kommt auch da wieder unten raus dann. Ja, ich finde es gerade trotzdem wirklich komisch, dass das mit dem Gabelstapler noch gesperrt ist. Ab wann hat man den freigeschaltet? Stand da irgendwas dabei? Steht nicht dabei. Ah, doch, da. Warum? Achso, ich habe da oben nach Gabelstapler geguckt. Hier bei Werkzeugladen ist der Gabelstapler. Der kostet 500. Gut, kaufen wir. Gabelstapler freigeschaltet. Nice. Da geht's doch vorwärts hier. Sehr schön. Sehr schön. Ich finde die erste Gabel. Müssen wir auch wieder zusammensetzen. Ich habe aber irgendwo eine Gabel rumfliegen gesehen. Genau da hinten. Jawohl, da haben wir schon mal die erste. Setzen wir gerade mal dran. Ah, wo die zweite ist? Habt ihr die zweite Gabel schon gesehen? Ich glaube, ich noch nicht. Kann sein, dass die draußen rumfliegt. Kann ich das hier eigentlich auch? Nö, das kann ich nicht wegwischen. Die hier draußen irgendwo? Ich glaube nicht, dass die im Büro rumfliegt, oder? Wahrscheinlich kriegen wir die da schon wieder markiert jetzt. Ich habe einfach nicht auf die Markierung geachtet. Sieht so aus. Ja, gut, das Spiel macht es einen einfach und Tommy macht es einen schwer. Gut, dann nehmen wir die Gabel gerade mal mit. Schmeißen die hier vorne dran. Gut. Fahre den Gabelstapler. Fahrzeug fahren. Neue Rubrik im Hilfemenü verfügbar. Exportiere deine erste Produktion. Lege dazu die Palette mit den veredelten Rohstoffen mit dem Gabelstapler in den Kofferraum des Pickups. Alles klar. Motor ein-ausschalten. Hupe haben wir auch. Angeblich, funktioniert aber nicht. Wie kann ich hier hoch-runter? Hoch-runter funktioniert genauso wie Umschalten der Ankersichtbarkeit. Alles klar, wir haben auch unten eine Spritanzeige von dem Ding. Alles klar. Kamera können wir umschalten, können auch in die Ego-Perspektive gehen. Ja, nice. Ja gut, dann produzieren wir erstmal weiter. Kiste gerade mal ausgemacht. Lassen wir hier stehen. Ach, Warteprozess. Ja, da können wir bestimmt irgendwann die Maschine auch so upgraden, dass die automatisch läuft. Oder dass halt ein Mitarbeiter sich darum kümmert. Da muss ich hier nicht die ganze Zeit stehen und den Schalter gedrückt halten. Beziehungsweise ich sollte vielleicht auch erstmal alles hier vorne reinschmeißen. Gerade mal noch vorgeworfen. Oh, der macht Probleme. Ich hoffe, ich habe halt die richtige Menge jetzt. Aber 26 Säcke hiervon gibt 26 Säcke hoffentlich von dem anderen Zeug. Somit sollte das passen mit dem Malz. Hoffentlich, wenn ich hier nicht alles daneben schmeißen würde. Jawohl. Alter, was ist los bei euch? Die zwei Säcke wollen nicht. So, ganz sanft hier ablegen. Jawohl. Gut, noch drei Stück. Dann packen wir das ordentlich auf die Palette drauf. Die eine Palette behalten wir selber, wenn möglich. Dann nehmen wir es mit dem Gabelstapler. Und alles gut. Jetzt aufgeladen und haben wir den ersten Auftrag beendet. Ich finde es aber ganz cool, dass man erstmal mit so kleineren Aufträgen beginnt, weil ich habe mich schon gefragt, ja, wie willst du denn das Spiel beginnen? Weil du kannst ja nicht direkt von Anfang an Bier brauen. Da bist du ja direkt schon eigentlich am Ende vom Spiel, wenn du dein eigenes Zeug hier brauchst. Aber nein, man macht erstmal so kleine Aufträge anscheinend und tut sich dann weiter Maschinen holen und so weiter und es dann ausbauen. Alles klar. So ist okay. So, ist natürlich jetzt tausendmal hin und her gucken. Ist nur die Frage, wenn ich die Palette direkt da hinstellen würde, wird es dann automatisch auf die Palette geladen? Wollen wir das mal ausprobieren? Du gehörst dahin. Wollen wir das gerade mal ausprobieren, wenn ich die Palette da hinstelle, ob die dann automatisch wirklich beladen wird? Das wäre natürlich nice, weil dann müsste ich nicht 30.000 Mal da hin und her gucken. So.
Palette auf der Gabel verriegeln. Man merkt aber, wenn man hier ein paar Säcke schon drauf hat, wie schwer das dann mit dem Hubwagen funktioniert. So, wir probieren es einfach mal. Weil das ist ja diese Beladezone. Vielleicht funktioniert das. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, wird automatisch beladen. Nice. Das ist natürlich praktisch. Dann können wir einfach nur die Palette hinstellen, halten hier den Schalter gedrückt und gut ist. Oh. Ich hatte gedacht, es funktioniert, aber ich glaube, die Palette ist voll. Die Palette ist voll. Ja. Die Palette ist voll. Gut. Dann können wir die eine Palette doch nicht schnorren und behalten. Schade. Dann muss ich die doch auch wieder mit ausliefern. Schade, schade. Na dann. Komm mal her. Geh mal dahin. Dann tun wir die paar jetzt noch da drauf schmeißen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt wirklich alles da durchgejagt haben, dass ich keinen falschen Sack hier wieder aufgenommen habe. So, Maschine ist leer. Ich kann es aber auch gerade nicht ausschalten. Na dann. Fahrzeug fahren. Motor wieder ein. Piep, piep. So, hoch, runter war so. Gott, erstmal an die Steuerung hier gerade gewöhnt. So, mit R wieder angesnappt. Ups, das war runter. Ich wollte eigentlich hoch. Okay. Okay, die Steuerung, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Aber auch noch ein bisschen rauszoomen, dann sehe ich ein bisschen mehr. Gut. Los geht's. Fahren wir mal zum Pickup. Ich hoffe, der macht die Laderampe runter. Oh, der Stapler ist aber schon arg langsam. Wahrscheinlich macht er es nicht. Muss ich die selber runterklappen? Nein, muss ich auch nicht. Dann schmeiße ich das einfach so da... Ups. Schmeiße ich das einfach so da drauf. Machen wir halt die Laderampe da hinten so ein bisschen kaputt. Boah, an die Steuerung muss ich mich gerade echt erstmal gewöhnen. Ich kann in der Realität Stapler fahren, aber hier tue ich mir gerade schwer. Okay, die Palette ist geschrumpft auf der Ladefläche. Alles klar. Gut, aber wir haben es anscheinend einigermaßen richtig gemacht. Stimmt, ich habe jetzt aber einen Sack zu viel auch durchgejagt. Beziehungsweise wir haben jetzt schon 24. Ich habe zwei Säcke zu viel durchgejagt. Die behalte ich natürlich. Kunde will nur noch zwei weitere haben. Einen hatten wir ja gefunden und einen habe ich entweder zu viel bestellt oder keine Ahnung, wie das passiert ist. So, fahren wir mal runter. Geht in der Ego-Perspektive so ein bisschen einfacher mit der Steuerung. So, ich snap die einfach mal wieder fest. Bin auf der sicheren Seite. Oh, der lenkt halt so langsam. So. Dann kriegt er jetzt noch hier zwei Säcke. Und dann ist er hoffentlich zufrieden. Okay, die Palette ist schon verschwunden. Das war gerade ein bisschen einfach. Und da fährt er davon. Gut, fahren wir mit dem Stapler gerade mal hier hin. Heißt, die zwei Säcke könnte ich theoretisch, die ich jetzt da hingefeuert habe, eigentlich ins Lager räumen. Oder brauche ich dafür auch wieder eine Palette? Kann ich eigentlich auch mehrere Sachen nehmen? Nee, geht nicht. Oder kann ich die hier nicht einlagern, so Sachen? Ich kann es nicht mehr aufheben. Es ist eingelagert offiziell, ich kann es nicht mehr aufheben. was soll ich machen? Schließe den ersten Auftrag ab. Gut, machen wir, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Vertrag. Bestätigen. 26 von 26, passt. Herzlichen Glückwunsch, du hast $698,78 erhalten. Schön, sammeln. Herzlichen Glückwunsch, du hast 28 Rufpunkte erhalten. Sehr schön. Nächster Vertrag in ein paar Sekunden. Finde eine Gasflasche. Da steht schon wieder ein Auto. Eine Gasflasche finden. Gut, kriegen wir hin. Da haben wir eine. War jetzt nicht so schwer. Man kriegt ja alles gezeigt, wo es ist. Tanke den Gabelstapler auf. Gut, das erklärt dann auch meine Frage, wie man den Gabelstapler auftankt.
Kaufe einen Palettenplatz. Platz für Paletten. Kaufen. Ja, ich habe jetzt einen Palettenplatz. Kann ich hier dann einfach Paletten hinstellen lassen? Man kann auch übrigens die ganzen Flächen drehen. Was stelle ich an mit dem Palettenplatz? Nur so als blöde Frage. Bestätigen. Wechsel in den Verwaltungsmodus. Standardtaste. Tab. Wechsel in den Verwaltungsmodus. Standardtaste. Tab. Managementmodus. Verbinde einen Arbeitsplatz. Oranger Anker mit dem neuen Palettenplatz. Damit legst du fest, wo die Mitarbeiter die benötigten Rohstoffe abholen. Hier ist der Platz ist zum Beispiel damit verbunden. Okay, das heißt, von dort holen die Mitarbeiter das und schmeißen es dorthin. Hier kommt das Zeug dann raus. Okay. Das heißt, könnte ich jetzt hier... Verbinde einen Arbeitsplatz, orangener Anker mit deinem neuen Palettenplatz. Ja, mit was genau soll ich das gerade verbinden, ist so ein bisschen die Frage. Damit legst du fest, wo die Mitarbeiter... Ja, schön. Neue Verbindung? Ah, okay, kann ich jetzt quasi auch hier sagen. Zack, bestätigen. Einfach mal zum Testen. Heure einen neuen Mitarbeiter am Computer an, weil eigentlich ist ja bei der Maschine schon alles verbunden. Deswegen war ich gerade so ein bisschen überfragt. Wir haben halt jetzt das eine doppelt verbunden. Heure einen neuen Mitarbeiter am Computer an. Kriegen wir hoffentlich hin. Gut. Aber es ist viel, was man da lernen muss gerade wieder. Das ist heftig. Derek Johnson. Dieser Mitarbeiter ist leidenschaftlich und zielstrebig und brennt darauf, alles über die Bierproduktion zu lernen. Er lernt schnell, ist sehr detailorientiert und zeichnet sich durch Teamarbeit aus. Um die Produktionsziele zu erreichen, seine Flexibilität und Motivation, hart zu arbeiten, um seine beruflichen Ziele zu erreichen, machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das Team. Gehalt 7,5 Geld pro Stunde, Einstellungskosten 50, Level 1. Einstellen. Engagiert. Kann ich auch direkt wieder feuern. Schön. Bereits eingestellt. Und der kommt jetzt hier an und dem muss ich dann wahrscheinlich sagen, mach das und das. Hallo, du siehst top motiviert aus. Wo gehst du hin? Hallo? Hallo? Bleib mal stehen. Ah, du gehst direkt in die Küche. Ich will mit dir sprechen. Reinigung. Arbeiten, folgen, zur Seite treten, hier warten, im Büro warten. Arbeitsplatz zuweisen. Puh. Okay, also wir sollen den Mitarbeiter jetzt auf ein anderes Level bringen. Wir haben die Möglichkeit, den einmal zu schulen auf einem Kurs, kostet Geld, dauert ein bisschen länger, oder man kann ihn einfach hier arbeiten lassen. Dann sammelt er auch Erfahrung, dauert aber halt wie gesagt. Wir machen jetzt einfach mal hier das Upgrade. Somit ist er auf Level 2. Und dem können wir jetzt den Einfüllstutzen der Getreidemühle zuweisen. Arbeitsplatz zuweisen. Du gehörst dort hinten hin. Ich laufe noch mal ein bisschen näher dran. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Genau, bestätigen. Beende den Bau und schalte die Brauerei im Untergrund frei. Okay. Also er hat da auf jeden Fall jetzt einen Arbeitsplatz. Er macht da irgendwas. Wir gucken jetzt gerade mal. Ach, ich habe schon wieder keinen Kaffee-Intus. Ich merke es, ich kann schon wieder nicht rennen. Der Kaffee fehlt. Der gute Kaffee fehlt. So, Computer benutzen. Upgrades, Bauunternehmen. Brauerei und Untergrund. Kostet 1.100. Kann ich jetzt noch nicht kaufen. Das heißt, ab jetzt sind wir so ein bisschen auf uns gestellt. Wir haben jetzt hier noch einen Auftrag für Edel. 27 Säcke mit rohem Malzkorn. Nehmen wir gerade mal an. Genau, Vertrag angenommen.
Somit sollten wir jetzt gleich, beziehungsweise ich muss ja die Materialien noch kaufen, Lieferung. War jetzt insgesamt 27 Säcke. Einen haben wir noch da. Dann nehmen wir mal 26. Oder es war ja der gleiche Auftrag. Gepresstes Malz exportieren. Ja, müsste eigentlich hier. Kann ich hier eigentlich auch einfach eine Zahl eingeben? Geht leider nicht. Gut, es müsste aber das richtige Zeug, denke ich mal, sein. Geschrotetes Malz. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Komm, bestellen wir einfach mal. Gepresstes Malz exportieren. Ich glaube, das ist einfach ein Übersetzungsding. Weil geschrotetes Malz ist ja in dem Sinne kein gepresstes Malz, oder? Also das ist, wir stellen ja aus dem Rohmalz gepresstes Malz her oder geschrotetes Malz. Also das ist irgendwie, glaube ich, durch die Übersetzung oder so ein bisschen schwierig. Na gut, unsere Lieferung ist da. Ich nehme den Hubwagen. Ich wollte hier aber jetzt schon mal so ein bisschen rumwuseln, weil ich finde irgendwie... Ah, wobei, aktuell können wir den Platz für die Paletten noch so lassen. Das passt schon. Ich brauche aber den Hubwagen. Sonst kann ich hier die Materialien nicht hinstellen. Aber dann normalerweise müsste der Mitarbeiter... Uppala. Müsste der Mitarbeiter eigentlich die Sachen automatisch auf das Förderband draufschmeißen und ich kann die Sachen dann da abholen und belade es einfach auf das Fahrzeug und dann ist gut. Ich will nicht sagen, dass wir langsam unterwegs sind, aber verdammt sind wir langsam unterwegs. Ich hab das immer gerne gemacht, so rum quasi gefahren, wenn das Ding leer ist, draufgestellt, oben festgehalten und dann wie so ein Tretroller hier beschleunigt mit so einem Teil und dann ab geht's. Ab geht die Party. So, wir kriegen übrigens auch gleich den nächsten Gehaltscheck von unserem Mitarbeiter. Beziehungsweise müssen wir dann bezahlen. Das heißt, wir müssen unbedingt jetzt Geld verdienen. Ja, Aufträge annehmen, Zeug durch die Maschine durchjagen. Und genau, wie war das nochmal? Anheben so. Ja, beim Anheben snappt der Hubwagen ja automatisch auch hinten fest. Also das, der kann auch nicht runterfallen dann. Ist schon okay so. So, ich fahre wieder so weit wie möglich zurück. Sag hier wieder runter. Dann haben wir da hinten auch noch zwei Säcke. So. Ja, ich bin gerade überlegen, ob es nicht schneller wäre, wenn ich einfach den Gabelstapler nehme, nachdem ich die Sachen aus dem LKW rausgeholt habe. Aber andererseits, der ist auch nicht wirklich schneller, glaube ich, als das Ding. Also das macht jetzt nicht so den wilden Unterschied. Ich stelle aber erstmal die Palette hier hin. Ich habe nämlich Pläne. Lass bitte die Palette los. Und die leere, die stellen wir erstmal da drauf, weil dann ist die leer, wenn er die ersten zwei runtergenommen hat. Und dann kann ich die Palette da hinstellen, dann wird automatisch das Zeug da drauf geschmissen. Ich versuche mir das Leben so ein bisschen einfacher wieder zu machen. Am Ende mache ich es mir wahrscheinlich wieder zehnmal komplizierter, aber das kennt ihr ja alle schon. Das ist ja ganz normal. So, fahren wir gerade mal drauf. Dann lasse ich mir da gehen. Es sind so viele Tasten, die man sich gerade hier einprägen muss. Wie was funktioniert, was man machen muss und kompliziert. So. Okay, die Palette ist gerade automatisch festgesnappt. Ich habe gerade nichts gedrückt. Ich habe auch nichts dagegen. Ups. Ich nehme immer automatisch das Zeug hier aus Versehen runter. So. Also vorwärts sind wir auf jeden Fall auch schneller unterwegs als rückwärts. Habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber es fühlt sich so an. So, die Palette stellen wir jetzt erstmal zu dem Kollegen. Der sollte ja dann den Bereich eigentlich zugewiesen haben, wo er Sachen runternehmen soll. Genau, da kommt er direkt angewatschelt. Neben dir. Boah, bist du langsam. So, sobald wir das haben... stelle ich die Palette auf den anderen Bereich. Beziehungsweise bräuchte ich ja nicht meinen Hubwagen für, kann ich ja einfach so nehmen. Kann ich ja einfach so nehmen, greifen. Die schmeißen wir jetzt einfach mal dahin. Genau, und sobald ich dann da Gas gebe,
So, dann wird es ja automatisch da aufgeladen. Die Palette nehmen wir jetzt einfach mal und stellen die auf den Verladebereich von dem Dude. Und dann kann er da erstmal die ganzen Säcke runterladen. Ich beobachte die andere Palette. So, genau, er kommt jetzt wieder angedackelt, nimmt den nächsten Sack, schmeißt es da drauf und gut ist. Und ich kann meinen Hubwagen schon mal hier drüben platzieren. Kann auch schon mal den ersten Sack da drauf schmeißen. So. Ja, den anderen Sack konnte ich leider nicht mehr aufnehmen, den ich unter das Regal geschmissen hatte. Das war nicht ganz so optimal. Ich weiß nicht, vielleicht geht's ja jetzt. Vielleicht gibt's da auch irgendeinen Trick, wie ich an das Regal da drankomme und Sachen wieder rausnehmen kann. Aber so auf jeden Fall nicht. Ich darf den nicht mehr nehmen. Naja. Solange der da auflädt, kann ich gerade mal hier ein bisschen Müll entsorgen. Gibt ja Punkte. Gibt ja Punkte. Ja, wir haben, wie gesagt, wieder keinen Kaffee-Intus. Wir sind ein bisschen langsam unterwegs. Jawohl. Es sind aber alles keine Rekordwürfe mehr. Oh, der war gut. 25,93. Auf den Rand geknallt und dann rein. So. Jawohl. Gibt ja alles Punkte. Wir sind jetzt Stufe 3 schon. Er tut immer noch fleißig beladen. Hier natürlich fehlt noch ein weiterer Mitarbeiter, der hier den Schalter betätigt. Aber gut, muss ich halt leider jetzt mal dran glauben. Da hat sich schon wieder ganz, ganz, ganz viel Dreck da unten gesammelt. Und es wird auch immer mehr. Wie man sieht, es wird immer mehr. So, das klappt mit dem Beladen hoffentlich. Jawohl. Ja, so ist schon nice. Brauchen wir nicht jeden Sack einzeln aufnehmen und auf die Palette schmeißen. So ist okay. Mal gucken, wer jetzt schneller ist. Ich oder der Kollege. Wahrscheinlich bin ich schneller, weil der ist doch schon arg langsam. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das früher oder später ein bisschen komplizierter wird, wenn du jetzt ganz viele Aufträge wirklich zu tun hast. Kann ich dem eigentlich auch mehrere Arbeiten zuweisen, dass ich dem auch sage, ja, hier beladen und da vorne laufen lassen, oder? Arbeiten, Arbeitsplatz zuweisen, du bist da zugewiesen. Ich probiere es mal aus, ob ich dem auch sagen kann, hier. Das gehört auch noch zu deinen Aufgaben, wir gucken jetzt gerade mal, wie der verknüpft ist. Nee, der kann anscheinend nur an eine Arbeitsstelle verknüpft werden. Na dann, okay. Hätte ja sein können, vielleicht im höheren Level. Oder vielleicht kann man ja da irgendwie was anderes noch freischalten. Ich weiß es ja nicht. Aber ist okay. Ich hätte auch eigentlich direkt jetzt hier den Stapler hinstellen können. Beziehungsweise hier. Ups. Ich nehme mal erst die Säcke da runter. Falsche Richtung. Den fahren wir gerade mal weg. Im Mordstempo wieder im Rückwärtsgang. So, nehmen wir gerade mal den Stapler. Ups. Falsche Taste. Ich will immer C drücken zum Sicht ändern. C drücken ist halt leider nicht Sicht ändern, sondern C drücken ist, ja, aussteigen. Ja, aber ist auf jeden Fall schon mal eine Unterstützung, der Kollege. Vielleicht nicht die beste, aber es ist eine Unterstützung. So, jetzt sehen wir ja gleich, wie viele Säcke wir hier drauf haben. Dann sehen wir ja, wie viel noch fehlt. Ein Sack hat er auch übrigens daneben geschmissen oder zwei sogar. Ich glaube, einer ist es. Ups, erstmal gegen das Tor fahren. Und nochmal gegen das Tor fahren. Ich hab's heute nicht so drauf mit dem Fahren. Genau, da ist die Palette schon weg. 24 Stück waren das jetzt. Der schmeißt schon mal seinen Motor an, warum auch immer. Es fehlen nur noch drei. Es fehlen nur noch drei. Oh, ich drücke wieder die falschen Tasten. Okay, das war nix. Ich wollte gerade gucken, ob ich die Palette weit genug schmeißen kann. So, hast du hier noch den einen Sack? Wartungsprozess. Ich wette mit euch, man kann später die Maschine irgendwie noch ausbauen, dass die automatisch funktioniert oder dass man halt
ein Mitarbeiter sagen kann, dass er die komplette Maschine betreuen soll. Könnte ich mir auch vorstellen. Wir haben einen Sack zu wenig. Oder ist er noch auf dem Weg nach oben? Warteprozess. Francis ist da. Oh Gott, ich habe keinen Kaffee-Intus. Habe ich noch Müll? Habe ich jetzt allen Müll entsorgt? Da ist Müll. Ich will einfach Müllsack haben. Mal gucken, was wir von Francis geschenkt bekommen, wenn ich ihn diesmal erwischen sollte. Hallo. Mein bester Freund. Der ist aber auch sportlich. Hat er gerade den Sack weggeschossen? Macho Acker. Was haben wir jetzt? Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein neues Tuning-Teil freigeschaltet. Neon. So, weg mit dir. Danke fürs Tuning-Teil. Putz. Ja, man braucht immer den Francis-Müllsack. Kann ich die Tür auch schließen, dass der hier gar nicht... Ich kann es nur öffnen. Schade. Also ich glaube, wir haben noch einen Sack auf jeden Fall hier in der Maschine drinne. Weil da Warteprozess steht. Sonst wäre ja hier irgendwie leer oder so. Wir lassen einfach mal ein bisschen laufen. Genau, da kommt noch einer. Somit müssten wir eigentlich genau 27 Stück haben. Jetzt ist auch nichts mehr drin, oder? Genau, jetzt ist leer. Blinkt auch hier Fill auf. Genau, ist auch nicht mehr so sauber hier. Da hätte ich auch noch ein bisschen Müll herbekommen. Naja. Fahrzeugfahrt. Ich sollte vielleicht immer den Motor ausschalten, weil, ja, Spritverbrauch und so. Beziehungsweise Gas verbraucht er ja. Mir fehlt echt immer noch so ein Wagen, dass man irgendwie da Müll reinschmeißen kann. Boah, die Steuerung ist echt nicht einfach. Gut. Dann sagen wir hier mal Motor aus. Verlassen wir. Oh, kann sogar hier extra Palettengabelsicht nehmen. Cool. So, den Vertrag schließen wir jetzt noch ab. So, bestätigen. Sehr schön. 687 Geld verdient. 37 Rufpunkte. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir 1224 Geld. Für unser Upgrade brauchen wir 1100. Würde ich sagen, machen wir noch, oder? Oha. Oha. Förderband M. Neuer baubarer Gegenstand freigeschaltet. Halleluja. Das ist ein riesen Gebiet, was wir da dazu bekommen haben. Ich brauchte erstmal einen Kaffee. Ich bin so langsam, ich brauche erstmal einen Kaffee. Gönnen wir uns. Für ein Geld. Her damit. Dann rennen wir da nochmal ganz schnell hin. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der ersten Folge von Beer Factory. Und dann bauen wir in den nächsten Folgen hier fleißig dran weiter rum und bauen das weiter aus und gucken mal, was wir hier noch alles anstellen können. Und heilige Scheiße, es geht ja echt weit nach unten. Hier haben wir ganz viele Regale schon. Oh, elendig langer Gang. Riesenhalle. Da hinten wird es dann später noch weitergehen wahrscheinlich. Hier haben wir sowas wie ein Büro oder so. Oha, ich bin mal gespannt, was wir noch alles machen können. Es ist ja so schon unglaublich viel, was wir jetzt schon allein in der einen Stunde alles dazulernen mussten und gucken mussten. Ach, hier haben wir auch nochmal eine Kaffeemaschine, das finde ich super. Wo führt uns denn der Gang hin? Ach, da kommen wir hier an der... Ah, wir können also auch von hier direkt runtergehen. Ja gut. Ja gut, da haben wir auf jeden Fall... Einiges, glaube ich, was wir lernen müssen im Verlauf des Spiels. Aber ich freue mich drauf. Ich finde, das macht so einen sehr guten Eindruck. Und ja, wird sehr interessant. Ich hoffe, dass ich den Sack da irgendwann mal wieder rausbekomme. Aber ansonsten, ja, wir haben den ersten Mitarbeiter. Das läuft soweit. Wir sehen auch hier genau, was da zugewiesen ist. Ich könnte die Materialien auch einfach dahin stellen. Der würde sich die auch holen. Wir haben ja hier mehrere Sachen zugewiesen. Aber gut. So. Was kostet denn der Brautrank? Das gucken wir jetzt noch nach. Der Brautank, industrielle Maschinen. Brauerei. Tanks. Logos, Rezepte.
Oh Gott, das ist so viel Zeug. Das ist so viel Zeug. Wasserversorger. Bestellen, Liefergebühr, Gesamt. Ach du Kacke. Investoren. Das ist der Gabelstapler, den können wir ja auch noch irgendwie tunen und anpassen und so weiter. Motor, Räder, Spoiler und so weiter. Oh Gott. Propan, Turbo, Räder, Basisräder, Licht. Können wir auch noch anpassen. Ja. Da müssen wir uns mal durchklicken. Da müssen wir uns mal durchklicken. Kaufen, Upgrade Kosten, Füllgeschwindigkeit. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Industrielle Maschinen. Ich frage mich gerade, wo wir den Brautrank finden, ehrlich gesagt. Ach so, ja, hier wahrscheinlich, oder? Genau, da ist der Brautrank. Ja, wir haben ja einmal das Menü über den Computer, wir haben auch über den Werkzeugkasten dann das Menü, wo man dann über Tab aufrufen kann. Da haben wir den Brautank, der kostet dann 500, den müssen wir dann da unten irgendwo wahrscheinlich platzieren und so weiter. Ja gut, da haben wir auf jeden Fall einiges, glaube ich, zu tun. Ich hoffe, dass euch diese allererste Folge bzw. diese Premiere gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und gerne natürlich auch den Kanal abonnieren, falls ihr neu seid. Und ja, wer möchte, gerne den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Und falls ihr auch dieses Spiel spielen wollt und ja, auf der Suche seid nach diesem Spiel, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Könnt ihr euch günstiger und ganz legal dieses Spiel kaufen und gleichzeitig auch den Kanal unterstützen, genau. Ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.